Einen wunderschönen guten Tag, lieber Zuschauer. Einen wunderschönen guten Tag von uns an euch. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema mit einem wundervollen Gast. Und zwar ist es der liebe Kurt Tepperwein. Genau, der liebe Kurt Tepperwein. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Gesundheit, Krankheit, aber auch Heilung. Bei sehr, sehr vielen ist es ja so, dass sie schon mal krank waren, dass manche vielleicht sogar krank sind. Und oft ist es so, dass man klagt, dass man plagt und es einem nicht wirklich gut geht. Anstatt sich vielleicht die Frage zu stellen, was will mir diese Krankheit sagen? Warum ist sie jetzt gerade da? Und genau damit gehen wir heute auf den Grund und fragen den lieben Herr Tepperwein, was er zu dem Ganzen sagt. Lasst euch überraschen, es ist sehr, sehr interessant. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen nochmal, einen Herr wunderschönen Tepperwein. Guten Morgen. Genau. Bei Ihnen auch einen guten Morgen und danke für die Einladung. Danke. Ich freue mich auf die Begegnung und auf Ihre Fragen. Wir haben ein interessantes Thema, also dann bin ich bereit. Genau. Vielen Dank, dass Sie sich heute ein zweites Mal genau ein Thema mit uns zusammen anschauen. Und zwar hatten wir letztes Mal schon über das Thema So-Sein gesprochen. Auch unglaublich interessant. Und heute ist das Thema Gesundheit, Heilung, Krankheit, die Ursache davon und ein wirklich spannendes Thema. Ich denke, vielleicht auch gerade heute in der Zeit. Genau, und ich denke, es wird heute sogar ein bisschen einfacher für die Zuschauer, da wir heute ja schon über die Krankheit an sich sprechen. Ein Bewusstsein, wie Sie ja immer sagen, kann nicht krank sein, sondern das zeigt schon, dass die Ich-Identifikation dann die Krankheit ist, wie Sie ja sagen. Welche ja, Botschaft aber, der Körper geben genau. in der Konstellation? Aber wir müssen erst einmal uns bewusst machen, die meisten Menschen haben ein falsches Bild von Krankheit. Okay. Sie glauben, wenn irgendein Symptom auftaucht oder Schmerz, der Körper sei krank. Das ist er nicht. Ein Symptom ist keine Krankheit, sondern eine Information über eine Aufgabe. Und die meisten Menschen wollen die Krankheit weghaben, so schnell wie möglich. Ja, als sehen das als Störung an. Im Gegenteil, es wäre die denkbar größte Krankheit, wenn wir nicht mehr krank werden könnten, weil wir dann keine Information hätten über die Störung. Also wenn wir es aufs Auto übertragen, dann versteht es jeder sofort. Wenn beim Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet, dann ist das Auto ja nicht kaputt, sondern im Gegenteil, es zeigt ja gerade, dass es funktioniert. Das heißt also, und um die Ölkontrolllampe, das heißt, um das Symptom brauchen Sie sich überhaupt nicht kümmern. Machen Sie ja beim Auto auch nicht. Sie wissen, wenn das Lämpchen aufleuchtet, dann brauche ich nicht den Reifendruck prüfen, dann muss ich nicht tanken, dann muss ich das Auto nicht waschen, sondern das ist nur die Botschaft, dass jetzt etwas Öl fehlt, fahre ich an der Tankstelle vorbei und dann passiert das Wunder, was wir für selbstverständlich nehmen. Sie füllen etwas Öl nach und die Ölkontrolllampe hört von selber wieder auf zu leuchten. Um die kümmern Sie sich gar nicht. Und genau so macht es der Körper. Das heißt also, wenn der ein Symptom schickt, dann ist das eine Botschaft, dass da ein Schritt erforderlich ist. Und die Botschaft zeigt auch genau, welcher Schritt erforderlich ist. Genau wie beim Auto. Sie brauchen nicht rumraten und suchen, sondern Sie können an der Botschaft, am Symptom sehen, was zu tun ist. Und um das Symptom brauchen Sie sich nicht kümmern. Das braucht keine Behandlung, sondern Sie verstehen nur die Botschaft und tun das Notwendige und dann verschwindet das Symptom. Es ist ja auch von selber gekommen und es verschwindet auch ganz von selber wieder. Aber es kann erst verschwinden, wenn Sie die Botschaft verstanden und befolgt haben. Wenn Sie aber denken, Krankheit ist die Störung und versuchen jetzt, das Symptom zu heilen, wegzubringen, Spritze, Operation, Tablette, ja, das ist ungefähr so, als wenn Sie eine Rechnung nicht bezahlt haben und kriegen eine Mahnung und überlegen, wie werde ich die Mahnung wieder los? Ja, um die brauchen Sie sich nicht kümmern, Sie müssen die Rechnung bezahlen. Ja, dann kriegen Sie keine weiteren Mahnungen, dann können Sie mit der Mahnung machen, was Sie wollen. Also wir müssen erst einmal sehen, Krankheit
ist eine wichtige Information über einen notwendigen Schritt. Und die sollte ich dankbar annehmen und nicht unterdrücken, sondern das Notwendige tun. Und dann verschwindet das Symptom, die Krankheit, der Schmerz ganz von selbst. Genau. Also in dem Moment, wo wir dann mit dem Schmerz oder mit der Krankheit in Verbindung kommen, sind wir ja dann mit dem Körper identifiziert, also mit dem Ich identifiziert, sozusagen, richtig? Warum? Nein. Nein, also noch einmal, ja. Sie sind nicht der Körper. Richtig, genau. Nicht die Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache sagt, ich habe einen Körper, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe einen Verstand. Das heißt, Sie sind die, die sich vor langer Zeit entschieden haben, die Schule des Lebens zu besuchen. Und Sie sind reine Energie, bewusste Energie. Sie haben keine Hände, Sie haben keine Beine, weil Sie das in einer geistigen Welt zu Hause nicht brauchen. Sie denken sich wohin, Sie haben auch kein Auto oder Flugzeug. Sie denken sich wohin und sind da. Das braucht keine Zeit. Ja, das heißt also, das ist eine ganz andere Welt zu Hause. Hier in dieser materiellen Welt, da brauchen Sie ein materielles Erfahrungsinstrument, mit dem Sie handeln können. Und deswegen bekommen Sie, wenn Sie hierher kommen zur Schule, eine Schuluniform. Das heißt also Ihr Erdenkleid, Ihren Körper, aber Sie sind der Träger, der, nicht die Kleidung. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Ja, ich habe diesen Körper, aber das bin ich nicht. Und deswegen, wenn der Körper jetzt ein Signal schickt, eine Botschaft, ein Symptom, dann bin ich nicht damit identifiziert, sondern wie wenn Ihr Auto, die Ölkontrolllampe aufleuchtet, sind Sie ja auch nicht mit dem Auto identifiziert, sondern es ist noch immer Ihr Auto und Sie sehen, das Auto braucht jetzt Öl und Ihr Körper sagt mit dem Symptom, was er jetzt braucht und Sie geben dem Körper das, was er braucht und das Symptom verschwindet. Genau. Ja, dann müsste es ja normalerweise Botschaft heißen. Also, dass wir es als Botschaft wahrnehmen und hinschauen, was diese Botschaft, dieses Symptom uns sagen möchte. Und nicht als Krankheit. Ja, und vielleicht sollten wir ein paar Beispiele machen, damit die Menschen leichter sehen, wie das zu verstehen ist. Denn der Körper erwartet nicht von uns, dass wir Medizin studiert haben oder dass wir Anatomiekenntnisse haben. Er spricht in einer Sprache, die ein 10-jähriges Kind verstehen kann. Ja, also sagen Sie mal irgendein ein Symptom, sprich eine Botschaft. Also Bindegewebekrebs. Ja, okay. Ja. Ja. Genau. Bindegewebe ist zu ungenau. Wo? Auf der Haut. Nee, es war... Oder es genau, ist also so, haben, genau darunter. Genau. Wir haben einen sehr guten Freund und da ist es jetzt halt so, dass an sich alles in Ordnung ist und ja, man lange nicht auf die Symptome gehört hat, man hat sie ignoriert und jetzt ist es halt so aufgetreten, dass man jetzt ja auf der Haut äußerlich das jetzt zum Beispiel schon unangenehm ist und es wurde jetzt, sage ich mal, Bindehautkrebs festgestellt. Auf der Haut ist immer noch zu ungenau. Die Haut ist groß. Wo? Ja, klar, Moment, ich muss mal gerade überlegen. Auf der rechten, rechten Seite oben Seite, rechts. Ja, genau. Hier in dem also Bereich. Schulterbereich. Unter dem Schlüsselblatt. Schlüsselbein. Okay, ja. So, jetzt haben wir also jede Botschaft besteht aus drei Teilen. Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Also schauen wir uns an, Ort der Erkrankung ist also die Haut rechts Schulterbereich. Ja, aha. Jetzt fragen wir mal ganz naiv, wozu haben wir eine Haut? Was soll das? Wozu brauchen wir sowas? Ausscheidung. Schutz nach außen, also die Barriere zu außen. Das ist die Grenze zwischen ich und der Welt. Ja, also das ist meine Kontaktstelle zur Welt. Ah, das ist es. Und jetzt rechts, halt links hieße, es ist im emotionalen Bereich. Rechts heißt also
in der äußeren Situation. Okay, jetzt weiß ich wieder. Also Haut, das heißt also, es ist eine Frage des Kontaktes, gleichzeitig rechts im Außen liegt das Problem, sprich die Aufgabe. Ja, Probleme gibt es ja nicht, nur für den Verstand. Und jetzt noch haben Sie gesagt, Krebs. Ja, es Krebs war ist, leicht unter der Haut, würde ich sogar sagen. naja, Direkt genau, ne, aber unter der ja. Haut ist es. Das heißt nur, man sieht es nicht, aber es ist da. Richtig, aber es ist Ah, da, okay, das genau. ist ja. Ja, wir müssen genau einfach sagen, wie ein Kind, was genau ist da? Krebs ist allerdings schon die vierte Mahnung. Die erste Mahnung ist eine Erkenntnis. Das heißt, er muss die bekommen haben. Es geht nicht gleich los mit der vierten Mahnung. Die erste Mahnung wäre gewesen, ich sollte im Außen etwas ändern, Schulterbereich, was ich nicht mehr bereit bin zu tragen, zu ertragen, fortzuführen. Ja? Die erste Mahnung ist immer eine Erkenntnis. Aber die übersehen wir. Wir alle haben im Leben ein paar Dinge, die müssten geändert werden. Wäre besser, wenn die weg wären oder anders wären. So, da handeln wir nicht gleich. Dann schickt der Körper normalerweise das Symptom. Ja, das ist die zweite Mahnung. Das heißt also, jetzt geht was los. Da es aber vielleicht unter der Haut war, hat er es nicht gleich bemerkt. Möglicherweise. Ja, aber es war da. Okay, dann schickt der Körper normalerweise den Schmerz als dritte Mahnung. Das Dass war er, schon. ja, Ja. dann jetzt tut es weh. Jetzt muss ich mich damit befassen, weil das tut weh. Ich kann nix, mich auf was anderes konzentrieren, weil das tut weh. Wenn ich aber jetzt nur eine Schmerztablette nehme oder mir eine Spritze geben lasse, also die Botschaft nicht befolge, weil ich sie vielleicht gar nicht verstanden habe, dann kommt die vierte Mahnung Krebs oder chronische Krankheit. Ja, das ist die vierte Mahnung. Und die fünfte Mahnung ist Schulverweis. Wenn ich jetzt nicht handle und das Notwendige tue, werde ich von der Schule verwiesen, weil die Schulleitung sagt, die Körperintelligenz sagt, ja, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, brauchst du hier nicht den Platz besetzen, dann ab nach Hause. Ja, so, das ist die Situation. Also ganz einfach, jetzt braucht er bloß sehen, wo in meinem Leben ist im Außen, im Kontakt mit den anderen, eine Situation, die ich nicht mehr bereit bin zu Schulter ertragen, fortzuführen, weiter zu machen damit. Und ja, und jetzt, wenn ich das ändere, wenn er das jetzt verstanden hat und ändert die Situation, braucht er sich um seine Schulter nicht kümmern, dann braucht das eine Weile, um abzuheilen. Es hat ja auch eine Weile gebraucht, um zu werden. Der Körper muss das ja umsetzen, aber das heilt dann von selber und dann würde irgendwann sein Arzt feststellen, also erstaunlicherweise, der Krebs ist vollkommen verschwunden. Da ist gar nichts mehr. Ich habe hier alle Untersuchungen, die die moderne Medizin bietet, gemacht. Ich kann Ihnen versichern, da ist also nichts mehr. Sie sind vollkommen geheilt. So, das ist der normale Ablauf. Er hätte bloß nicht bis zur vierten Mahnung warten brauchen. Besser ist, man reagiert etwas früher. Öl nachgefüllt und kein Motorschaden. Eben Glück gehabt nochmal, ja, aber er hat schon sehr lange gewartet, also der Motor, der hat schon ein paar Striemen mitbekommen jetzt und länger hätte er nicht warten dürfen, weil dann wäre er von der Schule verwiesen worden, sprich beim Auto, dann wäre der Motor kaputt. Das heißt, Herr Tepperwein, wir müssten es erst auf der geistigen Ebene auflösen, damit wir das im Außen sehen, also damit es im Außen sichtbar wird. Ist das so Ja, korrekt? das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt, ich muss erstmal erkennen, dass das Krankheit eine Botschaft ist. Ja. Dann muss ich die Botschaft verstehen. Und jetzt Sonst nützt es auch nicht. Und geistig. dann kann ich sie befolgen. Und dann verschwindet das Symptom. Okay. Also man versteht das so, erstmal annehmen, dass es eine Botschaft ist, also dafür danken. Erkennen, Genau. danken, dass man eine Botschaft erkannt hat.
Und danke, dass er die Botschaft geschickt hat. Ja. Ja? Also nicht so, Krankheit, schnell, was kann ich tun, und damit das schnell wieder weggeht. Das ist nicht der Weg, sondern die Botschaft verstehen. Also wieder die drei Bereiche: Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Also Zeitpunkt wäre, wann ist das zum ersten Mal aufgetreten? Brauche ich jetzt nicht wissen. Und was war in dieser Zeit? In dieser Zeit hast du 2, 3 Tage um diesen davor. Was war da für ein Anlass, ein Auslöser? Ja, dann sagt mir also auch der Zeitpunkt der Erkrankung noch was. Und so präzise spricht also der Körper zu uns und sagt, wie die Ölkontrolllampe, sagt genau, du brauchst dich nicht jetzt um alles Mögliche im Körper kümmern, deine Ernährung, Bewegung oder sonst was, sondern nur, es geht jetzt nur um eine Situation im Außen, im Kontakt mit der Welt, Schulter, die du nicht mehr bereit bist zu ertragen, die hättest du längst schon lösen sollen, aber jetzt wird es höchste Zeit. Wenn man das erkannt hat, kommt dann erst die Bewegung, Ernährung und dass man die Bausteine dem Körper zur Verfügung stellt, um die Heilung zu beschleunigen? Sie brauchen nichts beschleunigen. Wenn Sie Öl nachgefüllt haben, ob Sie das schnell reinschütten oder langsam, das ist dem Auto völlig egal. Sie müssen es nur tun. Also verstehen, befolgen, vergessen. Kann das sein, dass es, weil oft ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen, sage ich mal, weniger bewusst sind. Jetzt werden es Gott sei Dank immer mehr. Aber ist es so, dass vielleicht Krankheiten eine Aufforderung dazu sind, dass wir Menschen vielleicht mehr in unser Bewusstsein kommen? Also die Aufforderung hinter der Aufforderung ist, du bist in der Illusion des Ich, sonst wärst du gar nicht krank geworden. Ja, genau. Ja? Das heißt, du bist noch im Traum und okay, da musst du wenigstens im Traum jetzt das befolgen. Das ist die kleine Heilung, ja, also das Symptom verstehen und befolgen, dann verschwindet das wieder. Aber die große Heilung, die endgültige Heilung ist, aufzuwachen, zu erkennen, wer ich wirklich bin. Denn stellen Sie sich vor, wir sind hier in der Schule, ja, in der Schule des Lebens. In der ersten Klasse steht auf dem Lehrplan gemeinsames Schlafen und Träumen als Vorbereitung auf das Leben. So, also das steht im Lehrplan. Das ist ganz normal, dass wir hierher kommen, vergessen, wer wir sind und erstmal schlafen. So, aber jetzt in der zweiten Klasse steht auf dem Lehrplan Aufwachen, meine Lebensabsicht zu erkennen und zu verwirklichen. Ja, wenn ich aber immer noch in der ersten Klasse bin, schlafe weiter in der Schule. Wenn ich schlafe in der Schule, würde der Lehrer sagen, Fritz, du schläfst, ja? Du träumst, also wach werden, Unterricht folgen. Also, wenn Sie aber weiter schlafen, was viele Menschen machen, die verschlafen ihr ganzes Leben, ja, dann heißt das eben, ich kann meinen Schulabschluss nicht machen. Ich habe in der ersten Klasse, ich kann nicht mal die Abschlussprüfung des Aufwachen machen, weil ich habe verschlafen. Okay, dann muss ich die Klasse wiederholen. Ganz einfach. Aufwachen heißt in dem Fall erkennen, dass ich einen Verstand habe, ihn als Nein, nein. nein. Also, was meinen Sie damit? Damit für die Zuschauer einfach... Aufwachen heißt erkennen, wer ich bin. Wer ich bin als erstes, genau. Ja, also ich bin reine Energie. Ja, genau. Ich bin bewusste Energie. Ja? Ja. So. Und jetzt frage ich mich, warum bin ich eigentlich hier? Ja, was soll das Ganze? Ich bin ja mit einer bestimmten Absicht gekommen. Also jetzt mache ich mir meine Absicht bewusst. Ja. Und aus der Absicht erkenne ich, was zu tun ist. Und dann tue ich das, was zu tun ist. Richtig. Und sehe, wie gesagt, dass ich ein Erfahrungsinstrument habe, sondern dass ich viele, warum ich das nochmal sage, weil viele identifizieren sich einfach noch sehr mit ihrem Körper. Sie denken, wenn ich Schmerzen habe, dann habe ich diesen Schmerz.
Dabei hat der Körper den Schmerz und wie Sie schon sagen, es ist diese Botschaft. Und zu verstehen, erstmal zu erkennen, wer bin ich und dass mein Körper hier ist, um diese Erfahrung auf dieser Welt, auf dieser Schule hier zu machen. Wenn Sie morgens in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Und wenn Sie hier die Schule des Lebens besuchen, werden Sie nicht zum Mensch, sondern Sie sind immer noch der, der Sie vorher auch waren. Sie sind reine Energie, die sich ihrer selbst bewusst ist, also bewusste Energie. Und Sie bekommen hier eben ein menschliches Erdenkleid, weil Sie das hier als Erfahrungsinstrument brauchen in einer materiellen Welt. Ungefähr so wie ein Taucher, wenn er unter Wasser geht, eben einen Taucheranzug und eine Sauerstoffflasche braucht, weil er nicht für das Leben unter Wasser gemacht ist. Und dann kann er sich da bewegen. Aber deswegen wird er nicht zur Sauerstoffflasche, sondern die hat er natürlich. Und wenn sich einer mit seinem Auto identifizieren würde, dann würden wir sagen, du solltest das behandeln lassen. Ja, das ist eine richtige Störung. Und wenn sich jemand mit seinem Menschsein identifiziert, dann halten wir das für normal, weil es ganz viele machen. Aber wenn ganz viele einen Fehler machen, wird er ja dadurch nicht richtig. Ja, genau. Wird der Fehler nicht kleiner. Das auf jeden Fall. Kann es vielleicht sein, dass das Gefühl von Krankheit die Angst vor der Veränderung sein kann? Ja, aber Angst kann wieder nur ein Ich haben. Richtig. Bewusstsein hat keine Angst vor Veränderung, sondern Bewusstsein weiß, Leben ist ein Fluss. Das heißt, jeder Augenblick ist anders. Das ist das Wesen des Lebens. Also hat es keine Angst vor Veränderung. Aber das ich weiß nicht, ob ich der Veränderung gewachsen bin. Ja, also was ich habe, weiß ich, da komme ich einigermaßen mit zurecht. Aber wenn es jetzt anders wird, dann muss ich wieder neu entscheiden und erkennen, ob ich die Erfahrung habe, das zu ändern. Es hat Angst vor Veränderung, verständlich, weil es dem nicht gewachsen ist. Das ist wieder diese Angst ist wieder eine liebevolle Botschaft des Lebens, sagt, warum tust du dir das an und turnst immer noch in der Illusion des Ich rum? Du bist kein Ich. Du bist der, der hier die Schule des Lebens besucht. Das ist dein Erfahrungsinstrument. So. Und dann bin ich bei mir selbst angekommen. Ja, und dann schaue ich, was mache ich gegen meine Angst? Gar nichts. Die ist nicht mehr da. Das heißt also, vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns bewusst machen, wie entsteht Schicksal. Also während Sie da so dekorativ vor mir sitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja. Sie sind reine Energie. Energie hat eine bestimmte Schwingung. Jeder von Ihnen hat eine individuelle Schwingung. Die ist so einmalig, die haben nur Sie. Ist wie Ihre Handynummer, die hat sonst keiner. Ja, nur Sie. Das heißt also, niemand hat Ihr Leben gelebt mit Ihren Stationen, mit Ihren Eltern, mit dem Zeitpunkt der Geburt, mit den Prägungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen und so weiter. Das alles verändert die Schwingung Ihres Energiefeldes und das senden Sie 24 Stunden am Tag aus und schaffen damit Ihr einmaliges Schicksal selbst, auch Krankheit, alles. Ja, so. Das heißt also, solange Sie glauben, ein Mensch zu sein, das heißt also in der Illusion sind, bestimmt das Ihr Energiefeld und Sie ziehen damit die ganz normalen menschlichen Probleme an, die zum Menschsein gehören. Mhm. Ja, Sorgen, Schwierigkeiten, Ängste, Hoffnung, Erwartung, Mangel, Leid, Eifersucht, alles Mögliche. Und das alles müssen Sie nicht lösen. Das ist wie wenn Sie einen schlechten Traum haben. Sie müssen Ihre Traumprobleme nicht lösen. Wenn Sie aufwachen, merken Sie, ach, war bloß ein Traum. Okay, kümmern sich nicht mehr drum. Und genauso ist es, wenn Sie aufwachen, müssen Sie Ihre menschlichen Probleme nicht lösen, sondern die kommen nicht mehr vor. Ja, weil das Aufwachen ändert grundsätzlich Ihr So-Sein und damit die Schwingung Ihres Energiefeldes und damit die Bestellung beim Leben. Und damit ziehen Sie nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in Ihr Leben, die Ihrem erwachten Bewusstsein entsprechen. Es ist das Eintreten in ein ganz neues Leben. Und das ist
ihr eigentliches Leben. Bis dahin, das war nur Vorbereitung aufs Leben. Traum, ja, die erste Stunde in der Schule, aber in der zweiten Stunde heißt es Aufwachen. Toll. Das heißt, jetzt mal angenommen, Herr Tepperwein, wie Sie gerade von Aufwachen sprechen. Was ist denn, wenn die meisten, oder nicht die meisten, sondern wenn einige Menschen vielleicht noch schlafen und unterbewusste Muster haben, die gar nicht merken? Das heißt, es sind unterbewusste Muster vorhanden, die sich über die Jahre gezogen haben, wo die gar nicht richtig hingeschaut haben. Ja, aber die wirken natürlich. Das heißt, das strahlen sie aus und ziehen ein entsprechendes Schicksal an und erleben ein Schicksal entsprechend ihrer Muster, ihrer Schwingung. Genau. Ja, ich denke, es ist vielleicht auch so, dass manche Menschen das auch vielleicht verdrängen, die es gar nicht sehen wollen. Also ja, weil es schmerzt. Weil es schmerzt. Ja, da sind wir wieder bei dem Schmerz. Deswegen sind sie ja nicht weg. Das ist wie ein kleines Kind, das auf der Straße spielt und da kommt ein Auto und was macht das Kind? Es macht die Augen zu, weil dann ist das Auto ja weg. Aber natürlich ist das Auto nicht weg und es wird überfahren. Ja, das heißt also, die Realität geht weiter. Verdrängen hilft gar nichts. Dann kommt nur zweite Mahnung, dritte Mahnung, Schmerz, Gang und so weiter. Ja, also das Leben drängt dann schon, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und was macht jetzt beispielsweise, wir haben jetzt irgendeine Krankheit und was macht jetzt der Therapeut, Heiler? Weil wenn wir jetzt im Grunde genommen wissen, ne, wir sind jetzt diejenigen, die das lösen sollen, müssen, jetzt gehen wir aber zum Arzt. Wozu? Also keine Unterstützung von außen. Genau, ja, wozu ist dann die Frage, aber das machen ja die meisten Menschen, die gehen dann zum Arzt. Das sagen sie ja, das machen die Menschen, die im Ich sind, die sind Opfer, die gehen, haben einen Krankenschein, die sagen zum Arzt so, ich habe mit meiner Gesundheit nichts zu tun, jetzt mach du mich gesund, ich brauche nichts mehr bezahlen, ich habe nichts damit zu tun. Das ist Kinderkram. Ja? Solange sie noch eben Spielkinder sind, verhalten sie sich so. Und nun sagen wir, ja, aber die meisten Menschen verhalten sich doch so. Das ist ja ganz normal. Die größte Klasse ist die erste Klasse in der Schule, ja, wo die Schläfer eben noch sind. Und dann reduziert es sich ja schon, in der zweiten Klasse sind schon weniger, weil ein paar sitzen geblieben sind, in der dritten Klasse sind noch weniger und so weiter. Die Klassen werden immer kleiner, verständlicherweise. Das heißt also, dadurch, dass die Menschen in der ersten Klasse noch nicht aufgewacht sind, heißt das weder, dass das gut ist, noch dass das richtig ist. Es ist nur normal, dass wir erst einmal hinkommen und diese erste Klasse durchlaufen. Also ist das richtig zu verstehen? Ernährung, Bewegung, alles, was uns als Gesundheit immer kommuniziert wird, ist als Werkzeug dafür da, dass wir uns selber erkennen, dass wir uns von der Illusion des Körpers trennen und dadurch, sage ich mal, den Heilungsprozess von uns, von Inneren aktivieren. Dadurch wird der Heilungsprozess noch nicht aktiviert. Ja, Sie haben nur erkannt, okay, ich habe keinen Körper und der ist krank. Also ich habe einen Körper viel mehr, ja, aber das bin ich nicht, aber der ist krank. Ich heile ihn noch nicht, sondern jetzt bin ich der, der meinem Körper hilft. Jetzt gehe ich nicht zum Arzt und sage, mach du, sondern ich verstehe die Botschaft und als erwachtes Bewusstsein, allein schon als Beobachter, wenn ich also erkenne, ich bin nicht mein Körper, ich schaue mal meinem Körper beim Leben zu, so, dann bin ich der Beobachter. Und damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen, denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper ist der Beobachtete. Ja, und der Verstand ist auch der Beobachtete. So, damit habe ich die Ich-Identifikation beseitigt. Und damit bin ich gleichzeitig vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denn was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was da gerade geschieht. Ja, muss man nicht lernen, kann jeder. Also, sobald ich Beobachter bin, nehme ich ja wahr, was geschieht. Das heißt also, ich habe jetzt die Botschaft verstanden, mein Körper hat ein Symptom und
Ich, Beobachter, schaue, welches Symptom, also Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Ich verstehe, was mein Körper braucht. Und jetzt kommen wir zu Ernährung und Bewegung und dem. Und jetzt nehme ich wahr als Beobachter, welche Schritte notwendig sind, um meinem Körper zu helfen. So. Ein ganz natürlicher Prozess, brauche ich nur einen Blick, sehe, ah, das braucht der Körper, das, erstmal das, dann das, dann das, okay, so, okay, dann mache ich das, Sache erledigt. Da ist nirgendwo ein Problem oder eine Schwierigkeit, sondern als Beobachter nehme ich ja wahr, was zu tun ist, dann tue ich das und mein Körper kann dankbar heilen. Das heißt, der Körper war ja auch nicht krank, sondern das Symptom, die Botschaft verschwindet, weil der Mangel erkannt und beseitigt ist. Also letztendlich projizieren doch dann der Arzt und der Patient, wenn es jetzt zu diesem Termin kommt, dann doch eigentlich die Krankheit, weil es ja an sich nur eine Information ist. Ganz genau. Das heißt, ein richtiger Therapeut, die gibt es natürlich, ja, Gott sei Dank gar nicht mal so selten, der würde jetzt nicht versuchen, das Symptom zum Verschwinden zu bringen, sondern der würde den Zusammenhang erklären, würde sagen, okay, welche Botschaft haben Sie bekommen? Ort der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Was ist die Bedeutung? Was ist jetzt zu tun? Und jetzt tun Sie das. Und jetzt kommt das zur Sprache, kein Arzt kann heilen. Heilen kann nur die Natur. Deswegen heißt es, der Therapeut behandelt, die Natur heilt. Behandeln heißt, es kommt ja von Handeln, tun. Also er sagt ihm jetzt, was zu tun ist, wie er die Ernährung umstellen soll, welche Bewegung er braucht, welche Gedanken, Gefühle, welche Gewohnheiten zu ändern sind und so weiter. Was also die Konsequenz der Botschaft ist, das tut ein wahrer Therapeut. Ja, der hilft zu verstehen, aber tun muss es der Patient. Aber jetzt versteht er ja und er tut das, dann war er bei einem wahren Heiler und der hat ihm geholfen, aber der hat nicht geheilt, sondern das kann nur die Natur, der hat nur das in die Wege geleitet. Und hätte Dolmetscher, also hier genau. Muss man eher nach der Suche eines Dolmetschers sein, der deine Zeichen, die Zeichen des Körpers deutet und zeigt, was dafür ist. Aber der Dolmetscher muss die Sprache verstehen, sprich, der muss ab bei Bewusstsein sein. Ja. Genau. Heilung. Also im Endeffekt, was ist dann Heilung? Ist Heilung dann im Endeffekt nur durch Bewusstsein möglich? Heilung oder Heilsein ist der natürliche Zustand des erwachten Bewusstseins. Erwachtes Bewusstsein braucht keine Heilung, hat keinen Verwendungszweck. Das heißt, wenn ich mir dann bewusst bin, bin ich nicht mehr krank. Wenn ich mir bewusst bin, bin ich mir bewusst. Aber dann tue ich ja noch nicht das Richtige. Also, die hören da eben auf. Ja? Die sagen, wenn ich das Richtige weiß, ich hatte gerade jetzt in eine Frage von einem Teilnehmer, der sagt, Sie können doch wahrnehmen. Sie haben aber gesagt in einem Interview, Sie lernen jeden Tag noch 6, 7 Stunden. Wieso? Was wollen Sie denn dann lernen, wenn Sie doch wahrnehmen? Da habe ich gesagt, was haben Sie für eine Vorstellung von Lernen? Wahrnehmen kann ich und dann weiß ich, was zu tun ist. Aber dann muss ich es ja noch erstmal können, was ich weiß. Dann muss ich es erstmal tun und dann muss ich es werden, also sein. Also dann geht es ja erst los. Ja? Nicht wie in der Schule, ich habe Wissen in den Kopf gestopft, mehr brauche ich jetzt nicht tun. Das ist nur Ballast. Jetzt geht es darum, was mache ich denn mit dem Wissen? Wie setze ich das um in mein Leben? Also das heißt, wenn ich jetzt das weiß, das nützt noch gar nichts, sondern jetzt ist es zu tun. Das ist richtig los. Kann man das verstehen? Der Computer steht da. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir ihn anmachen. Und wir müssen uns ja auch hinsetzen und lesen, was der Computer uns bei Google zeigt. Ja, dazu müssen Sie erstmal wieder Google aufrufen, noch sind Sie ja nicht da. Also, Sie müssen einen Computer haben, Sie müssen ihn anmachen, Sie müssen Google wählen oder eine andere Suchmaschine und
jetzt wissen Sie. Ja? Ja, das heilt aber nicht. Ja, jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Jetzt geht's los. Ja, so, das müssen wir wissen. Wenn Sie dann aufhören, sagen, ich habe Google aufgerufen, weiß jetzt ganz genau, was die Botschaft ist. Ja, sagt der Körper, und wann kriege ich jetzt das Richtige? Ja, das nützt noch nichts. Das ist ein erster unverzichtbarer Schritt, aber ist nur ein Anfang. Das heißt, wir müssten grundsätzlich immer auf zwei Ebenen berücksichtigen. Einmal das Physische, also das Materielle. Wo ist es? Also die Symptome, wo genau ist es? Dann Zeit der Erkrankung, Ort der Erkrankung, also die drei Ebenen, sich zu fragen. Und um dann die Wurzel quasi wieder zu erlangen, also oder sie überhaupt zu erkennen. Ist das richtig so? Also wie ich das jetzt verstanden habe? Oder wie mein Verstand es verstanden hat? Ja, also die Frage ist, den Verstand brauchen Sie eigentlich nicht mehr. Ja, das genauso wie Sie... Quere, ab und zu. Nein, er meldet sich auch. Der Verstand, der denkt andauernd weiter. Ja. Der kann nichts anderes, ja. Aber das ist ja auch okay. Aber Sie sollten in der richtigen Haltung sein. Mein Verstand ist ein Freund. Mein Körper ist ein Freund. Das bin ich nicht. Mhm. Einer meiner Freunde, der Verstand, hat manchmal Bedenken oder macht sich Sorgen um die Zukunft. Aber das sind nicht meine Sorgen. Das sind nicht meine Gedanken. Mein Verstand macht mich aufmerksam. Ja, aber da könnte doch das passieren. Und was machst du denn dann? Ja, dann weiß ich keine Lösung. Aber ich erwache das Bewusstsein, schaue dann hin. Nee, erstens passiert das gar nicht. Aber wenn das passieren würde, dann würde ich ja wahrnehmen, was zu tun ist. Und dann würde ich das tun. Also da ist nirgendwo ein Problem. Ja. Das ist ungefähr so, ich sage mir, das Beispiel leuchtet ein, wenn der Verstand etwas aus einem dunklen Raum haben muss, unbedingt, ja, dann sagt er, oh, jetzt stehe ich vor einer Schwierigkeit. Also ich brauche das unbedingt. Ich war da schon öfter in dem Raum, aber habe mir schon oft den Kopf gestoßen, bin hingefallen, weil da Sachen rumliegen, gestolpert. Und ob ich dann in der Dunkelheit das finde, was ich suche, ist auch, also, ach, das ist eine schwierige Aufgabe. Und das erwachte Bewusstsein in der gleichen Situation braucht etwas unbedingt aus einem dunklen Raum, geht da rein, macht Licht an, nimmt das und geht raus. Da war nirgendwo ein Problem, Sache von 3 Sekunden, war die Sache erledigt. Ja, der Verstand, das Ich, hat ein unlösbares Problem und das erwachte Bewusstsein hat da nur einen Schritt zu tun, Sache erledigt. Mhm. Einer meiner Mentoren hat das sehr gut beschrieben. Wir sind immer im Kampf gegen einen Schweinehund. Wir sollten das eher als einen Elefanten sehen und sagen, ja, mein Bester, komm, wir gehen mal nach rechts, komm, wir gehen mal nach links, weil ich bewusst erkannt habe, wo lang es geht. Also hören Sie zunächst einmal den Kampf auf, denn jeder Kampf ist Krampf. Ja. Ja? Sondern wir kämpfen nicht mit unserem Ego oder mit dem Verstand oder mit dem Körper. Das sind meine Freunde. Die brauche ich hier in einer materiellen Welt, um hier handeln zu können. Aber ich mache mir nicht ihre Bedenken zu eigen, weil die haben eine begrenzte Erfahrung. Das ist verständlich, dass sie zu einer anderen Entscheidung kommen als das erwachte Bewusstsein, also als der ich wirklich bin. Und dann brauche ich als erwachtes Bewusstsein nur im Jetzt hinzuschauen, was zu tun ist. Und dann taucht nie wieder im Leben ein Problem auf, sondern da ist eine Aufgabe und dann sehe ich, wie die gelöst werden muss. Und dann mache ich das und dann ist die Aufgabe verschwunden. Da ist kein Problem. Das ist der entscheidende Punkt. Der Kampf soll aufhören. Das heißt doch auch, wenn Kinder beispielsweise, denen irgendetwas passiert ist, ist es doch auch wichtig, dass die Eltern dann auch genau hinschauen, oder? Bei was? Bei Kindern. Wenn Kindern jetzt irgendwas passiert oder ja, die Schmerzen haben, ist es dann auch wichtig, dass die Eltern dann auch genauer hinschauen? Ja, das Kind kann das ja noch nicht. Deswegen hat es ja Eltern. Deswegen hat es sich liebevoll denen anvertraut, in der Hoffnung, dass die wach sind. Und dass die wahrnehmen können, was das Kind jetzt wirklich braucht und dass die das Richtige tun. Und dann tun die Kinder das auch. Kann man da grob sagen, bis zu welchem Alter ist es noch ein Kind?
Wo sind wir als Eltern noch als Unterstützung nötig? Das kann mit 30 und 40 immer noch sein. Es kann sein, dass ein 14-Jähriger reif genug ist, um eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist ungefähr so wie in der Natur, wenn Sie einen Baum pflanzen, dann braucht dieser junge Baum einen Pflock, an den er angebunden wird, weil ihn sonst der Wind umwehen würde. Aber wenn der Baum dann langsam stärker wird, dann wird der Pflock zum Hindernis, dann muss der weg. Ja? Und genauso ist es mit den Eltern und der Erziehung. Meine Mutter hat das wunderbar gelöst, ohne, ich glaube nicht, dass sie das wusste. Die hat das einfach im Gefühl gehabt zu tun. Zum Beispiel, ich war ein gehorsamer Sohn und ich musste immer um 10 Uhr zu Hause sein und so weiter. Und dann war wieder mal Kirmes und ich war 16 und ich habe als gehorsamer Sohn meine Mutter gefragt, okay, wann muss ich zu Hause sein? Und dann hat meine Mutter gesagt, du bist alt genug, das musst du selber wissen. Habe ich gesagt, ich kann bleiben, solange ich will. Sag, das musst du, jetzt bist du alt genug, das musst du. Sie hat den Flock weggemacht. So. Und habe ich gesagt, boah, toll. Ja, kam dann morgens um 4:30 nach Hause. Mutter hat längst geschlafen. Da sind die Letzten gegangen. Dann bin ich dann halt auch gegangen. Bin ins Bett gefallen. Todmüde natürlich jetzt. Und gefühlt eine Sekunde später hat mich meine Mutter geschüttelt, sagt, aufstehen. Das ist ganz, du kannst bleiben, solange du willst und kommen, wann du willst, aber du gehst pünktlich zur Arbeit. Und dann hat sie mich rausgeschmissen, dann habe ich mich durch den Tag gequält und die Augen fielen immer zu. Ja, und dann habe ich die Verantwortung übernommen. Beim nächsten Mal habe ich gemerkt, okay, wie viel Schlaf brauche ich, wie geht es weiter, wann ist es vernünftig, wie sollte ich? Dann habe ich das Kommando übernommen. Perfekt, wie mit der Gesundheit. Wir geben immer unseren Ärzten die Verantwortung für unsere Gesundheit ab und sollten eher selber entscheiden. Ja. Genau. Herr Verwein, wir hatten jetzt eben gesprochen über das Bewussterwerden. Meinen Sie oder denken Sie oder fühlen Sie, dass man auch bewusster werden könnte ohne Schmerz und Leid? Weil es halt oft durch Krankheiten kommt, wo der Körper dann zu uns spricht. Du musst durch deinen Schmerz leide, um zu lernen, so in die Richtung. Um bewusster zu werden, dass es ohne das Ganze funktioniert? Ich glaube, das ist nicht der natürliche Weg. Richtig. Das ist nur der normale Weg. Und das ist ein Unterschied. Hm. Ja, Sie brauchen keinen Schmerz. Das ist ja schon eine dritte Mahnung. Hm. Ja? Also Sie brauchen kein Leid, Bewusstsein kennt kein Leid. Sagen Sie mir mal, woran könnte denn ein erwachtes Bewusstsein leiden? Welche menschlichen Leitmöglichkeiten wären denn da? Keine. Feierabend, ja? Ja. Eifersucht zum Beispiel, ja? Ja, gut. Jetzt, Ihre Frau findet einen anderen Mann attraktiv. Soll sie glücklich sein? Ja, wo ist das Problem? Wo soll sie glücklich sein? Ihr Ich, wenn es da ist, noch sagt, Moment, Problem, also die hat ja mich. Und jetzt geht es aber los, von wegen, ja. Dann soll sie auch, ja, stellen Sie sich vor, Sie gehen durch den Garten, ist jetzt Frühling, da kommen die ersten Blumen, Sie sehen, eine Blume ist voll aufgeblüht, noch Schnee drumherum, aber schon da, ein Kurkut. Und sagt, boah, ist sie schön, wunderbar. Und Sie gehen weiter und da finden Sie noch eine. Da sage ich, oh nein, ich habe ja eben, finde ich jetzt, da gucke ich gar nicht hin. Ja, albern. Aber genauso, das will ein Ich, dass mein Partner nur noch mich sieht, ja, und nur noch mich toll findet und so weiter. Ich hatte das mal, weil es menschlich ist, in der Zeit, vor langer Zeit, dass ich da eben jemand anderen attraktiv fand. Und natürlich haben wir bei uns vereinbart, absolute Ehrlichkeit ist selbstverständlich. Das heißt, auch wenn der andere nichts merkt, muss ich es sagen. Ja, also habe ich ihr das gesagt. Und dann hat meine Lieblingsfrau in ihrer Weisheit gefragt, ändert das irgendetwas an unserer Beziehung? Habe ich gesagt, nee, das ist ja einfach eine zusätzliche Erfahrung. Sag, dann interessiert es mich nicht, dann ist das deine Sache. Ja,
Na gut, ein paar Wochen später war es vorbei. Und wenn sie aber jetzt im Ich gewesen wäre, dann hätte sie sich die Existenzfrage gestellt. Also muss ich entscheiden zwischen ihr und mir. Und es geht ja nur, man kann nur einen Weg gehen. Und dann wäre unsere Beziehung vielleicht zerbrochen. Ja, wir sind jetzt seit 34 Jahren glücklich zusammen und verheiratet natürlich. Heiraten ist was für Anfänger. Das braucht man, wozu braucht man das? Ja, das macht die Sache nur komplizierter. Also, okay, aber jeder wie er mag, aber das will ich sagen, für ein Bewusstsein sind menschlich unlösbare Probleme überhaupt nicht existent. Und sie sind ja nicht in Wirklichkeit nicht existent. Nur das Urteil des Verstandes schafft erst das aus einer Situation ein Problem. Kann ich nur so bestätigen. Also man hat dann, wenn man in das Erwachtsein kommt, hat man immer weniger, 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 weniger Fragen. Man hört das und man spürt das, was hier so kommuniziert wird. Und das ist sehr, sehr angenehm. Im Gegenteil, solange man noch eine Frage hat, ist das wieder eine liebevolle Botschaft des Lebens. Du, Bewusstsein, kannst keine Fragen haben. Du hast ja die Wahrnehmung. Also bist du gerade wieder im Verstand und der hat eine Frage. Aber jetzt kann ich sagen, wie mein Kind. Okay, mein Verstand will das unbedingt gerne wissen. Ja? Ja, gut, aber ich im Bewusstsein nehme dann eben die Antwort wahr und sage sie ihm. Also, wo ist das Problem? Ja, der weiß es nicht, ich weiß es, ich kann es ihm ja sagen. Wie ein Freund, der nicht klar sieht und der mich um Rat bittet und ich sehe klar und gebe ihm den Rat. Genau, liebevoll hinzuschauen und zu beantworten. Genau. Also, es geht in erst Heilung, Gesundheit, Heilung, alles das sind nicht Detailfragen, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, wie denke ich mich, welche Gewohnheiten habe ich, sondern schläfst du oder bist du wach? Hm. Ja? Das sind zwei ganz verschiedene Leben. Das braucht ganz unterschiedliche Entscheidungen. Genau, ja. Jetzt muss ich ganz kurz eingreifen. Jetzt könnte es aber für die Zuschauer sein, ja, dann kann ich ja essen, was ich will. So ist es ja dann auch ganz nicht. Dadurch, dass wir ja auch einen gesunden Körper haben wollen, einen vitalen Körper, ist es ja auch trotz all dem wichtig, dass wir ihm ja auch das geben, was er braucht. Das heißt, grüner Tee zum Beispiel. Aber das ist doch selbstverständlich. Wenn da ein Ich da ist, das ich vollstopfen will, dann heißt das ja nicht, dass das für den Körper gut ist. Sondern wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, dann gebe ich dem Körper, was er braucht. Leben. Ja. Und vor allen Dingen zum Beispiel beginnt das damit beim Einkaufen. Ich kaufe nur noch wirkliche Lebensmittel ein, nicht Nahrungsmittel und Genussmittel. Genau. Von Lebensmitteln wird man nicht dick, sondern wenn ich dem Körper das gebe, was er braucht, in der Menge, die er braucht und zu dem Zeitpunkt, wann er das braucht, kann ich essen, was er braucht. Auch wenn es sagt, ein anderer würde davon dick werden. Nein, wenn das doch für meinen Körper stimmt, dann verbraucht er das auch. Dann ist das okay. Dann habe ich damit kein Problem. Das heißt also, für ein erwachtes Bewusstsein tauchen Figurprobleme nie mehr auf. Das ist nie mehr eine Frage, weil sie tun ja das Richtige. Sie nehmen ja wahr, was zu tun ist und tun das Richtige. Also da können sie nicht dick werden. Genau. Herr Tepperwein, wir sind tagtäglich mit dem Thema Gleichgewicht unterwegs. Und zum Gleichgewicht gehört ja auch, sage ich mal, der materielle Part. Die meisten, also ich höre das genau, oder es ist für mich in der gleichen Ebene der Krankheit, wenn man Mangel erleidet, finanziellen Mangel. Also wenn man dann den Gedanken immer wieder hat, ich habe kein Geld, ich habe immer Mangel und ich laufe immer von Mahnung zu Mahnung. Sehen Sie es genauso? Krankheit. Sehe ich genauso. Das heißt, für mich wäre Armut eine Krankheit. Ja. Genau wie jede Krankheit behandelt werden muss, Ort der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung, was ist zu tun, damit, wieso bin ich in diesem Mangel? Das heißt also, der Mangel muss ja in meinem So-Sein sein, sonst könnte er nicht auf der Leinwand Realität erscheinen. Also habe ich den Mangel in mir. Also muss ich ihn auch in mir beseitigen. Ich muss wieder in die natürliche Fülle kommen.
Aber wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, bin ich ganz natürlich in der natürlichen Fülle. Da brauche ich keine Ursache setzen für mehr Geld. Da kann ich nicht in Armut kommen, weil ich bin ein lebender Magnet. Also nicht ich, ich meine jeder, der jedes erwachte Bewusstsein, erwachendes Bewusstsein reicht. Wir sind ja nicht gleich voll erwacht. So, da bin ich ein Magnet, mehr oder weniger, für die natürliche Fülle. Also weiß ich, die Fülle oder der Mangel, die Armut, die ich erlebe, das entspricht meinem So-Sein. Und dort muss ich das ändern. Und wenn ich es dort geändert habe, das ist mein Lebensfilm, dann muss es auf der Leinwand Realität erscheinen. Und das tut es auch, weil das Leben keine Fehler macht. Ja, das hatten wir als Hauptthema, weil wir auf der Leinwand zu zweit unterwegs sind. Ich den finanziellen Part übernehme, Regina den Gesundheitspart. Und ich immer wieder nach außen kommuniziert habe, wir sind, es ist Gesundheit. Ob finanzielle Gesundheit oder die Gesundheit im Körper. Es geht um das Thema der Gesundheit, um das Gleichgewicht. Deswegen auch Life Balance. Also ja. Das Gleichgewicht im Leben herstellen. Und ja. Die meisten unterteilen das immer nur so, sagen, ja, aber mit diesem Werkzeug kann ich aber nicht das erreichen. Ja, es geht darum, dass du dich selber mit den Werkzeugen so weit veränderst, dass du zum erwachenden Bewusstsein wirst, aufstehst, selbst die Verantwortung für dich selbst übernimmst, ob der finanzielle Part, ob der gesundheitliche Part oder familiäre Beziehung. Es ist alles eins, wenn der Kern, wenn das Fundament, wenn die Ist-Situation stimmt. Und dann macht es Spaß, Menschen zu beobachten, sich selbst zu beobachten, wie man dann aufsteht, selbstständig agiert, sich entwickelt und wächst. Und wenn Sie den Part übernommen haben, Geld zu verdienen, dann müssen Sie einfach nur, um in Balance zu sein, Sie müssen es schneller verdienen, als Ihre Frau es ausgeben kann. Das ist der entscheidende Punkt. Dann sind Sie in Balance. Dann bin ich in Balance. Wir haben es anders gelöst. Regina verdient genauso viel wie ich und wir genießen es, über beide Themen gleichzeitig mitsprechen zu können. Die Gesundheit, die Ernährung habe ich genauso stark, nur die Gesellschaft versteht das immer, man muss Spitze in den Markt, man muss sich positionieren, du kannst nur eins können, mach keinen Bauchladen auf. Aber wenn man verstanden hat, dass im Kern es um die Gesundheit geht, um das Gleichgewicht, dann ist es egal, ob ich einen Hammer oder eine Zange halte. Es geht um die Entwicklung, die persönliche Entwicklung und das Unterstützen der anderen seines Umfelds. Und nicht immer. Aber wenn Sie erwacht sind, dann nehmen Sie ja wahr, was jetzt stimmt zu tun. Und dann stimmt auch Ihr Leben, weil Sie stimmen. Ja. Da muss das Leben ja auch stimmen. Und deswegen ist das Leben ist eigentlich ganz einfach. Nur im Menschsein ist es kompliziert, im Ich. Da stülpt der Verstand dauernd sein Urteil drüber und sagt, das ist aber jetzt ein Problem, das ist angenehm, das ist unangenehm, das ist leicht, das ist schwer. Bewusstsein sagt, das ist so und das ist so. Und wenn was zu tun ist, nehme ich wahr, was zu tun ist und tue das, da ist nirgendwo mehr ein Problem, kommt nie mehr eine Schwierigkeit. Ich mache einfach, was zu tun ist, bin in der natürlichen Fülle, bin gesund, alles ist in Ordnung. So ist Leben gedacht. Aber es wird immer wieder kommuniziert, Geld macht eine Persönlichkeit schlecht. Wir kommunizieren genau das Gegenteil und sagen, nein, warum in die Immobilie, warum Kryptowährung etc.? Es ist ja egal, welches Werkzeug wir nutzen, oder? Richtig. Das heißt, Geld ist weder gut noch schlecht. Geld ist einfach nur gedruckte Freiheit. Ich sage, es wirkt bei einem Mensch wie ein Vergrößerungsglas. Ja. Ja, es verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar. Ja. Gerade sagen, Herr Töpperwein, mit es verdirbt den Charakter, das ist vielleicht auch genau der Punkt, wo man vielleicht ansetzt, weil es sind versteckte Glaubenssätze, die Menschen dann haben, die davon sie, abhalten. Ja, ich würde sagen, vielleicht sogar das Schwierigste ist, diese Glaubensmuster, wenn man die über 30, 40 Jahre lang immer wieder gemacht hat, diese dann natürlich zum Schreiben und loszulassen. Ich denke, das ist schon Herausforderung. Viel einfacher, als Sie denken. Lassen Sie doch Ihren Verstand seine Glaubenssätze, seine Begrenzung. Lassen Sie dem Ich seine Erfahrung, seine Begrenzung. Sie ziehen nur den Stecker der Identifikation. Meine Freunde haben begrenzte Glaubenssätze. Ja,
aufgrund ihrer Erfahrung. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe keine Glaubenssätze. Ich bin Bewusstsein und weiß. Ich nehme ja wahr. So. Und dann können Sie drei in Frieden leben. Sie versuchen nicht, Ihren Verstand zu überzeugen. Sie versuchen nicht, Ihr Ich zu bekämpfen und zu verbessern und zu verändern, sondern die Freunde nehmen Sie so, wie Sie Sonnenuntergang nehmen. Da ist Ihnen jeder recht, ja. Sie haben diese Freunde und die sind in Ordnung. Die haben ihre Macken. Alles in Ordnung. Die brauchen Sie nicht erziehen und verändern. Sie müssen nur stimmen, dann stimmt Ihr Leben. Das ist alles. Das heißt, ich muss beobachten, wahrnehmen und lasse den Verstand, seine Glaubenssätze und alles, was er so hat. Ich als Bewusstsein nehme es nur wahr und beobachte. Ja, und der Verstand kommt weiterhin mit seinen Bedenken und sagt, ja, aber du, da könnte doch jetzt, und was machst du denn dann? Dann hast du ja doch keine Lösung. Und dann nehmen sie wahr und sagen, da brauche ich keine Lösung, weil sich diese Aufgabe nicht stellt. Ja, da ist kein Problem. Ja, aber es könnte doch sein. Ja, könnte sein, theoretisch könnte es sein, ist aber nicht. Ja, so. Also der Verstand macht sich Sorgen, 80% der Sorgen treffen nie ein, aber er will halt vorbereitet sein. Aber Sie als Bewusstsein brauchen nicht vorbereitet sein, weil Sie nehmen ja wahr, was zu tun ist. Das ist die Vorbereitung, die Wahrnehmung. Und dann tun Sie das Notwendige. Das ist ein ganz anderes Leben. Und das ist das faszinierende Abenteuer Ihres eigentlichen, wahren Lebens. Ja, und irgendwann merkt man, es wird weniger, man ist vielleicht gar nicht mehr krank und dann ist man auf dem richtigen Weg zu beobachten, man ist im Gleichgewicht. Dann ist man in der Balance, dann ist man im Gleichgewicht. Genau bei Ihrem Auto. Wenn Sie fürsorglich mit Ihrem Auto umgehen, das heißt also, bei jedem dritten Tanken prüfen Sie den Ölstand und füllen nach, wenn es nötig ist. Wenn der Tank halb leer ist, fahren Sie schon tanken und füllen ihn wieder auf. Bei jedem dritten Mal prüfen Sie den Reifendruck. Sie geben Ihr Auto rechtzeitig zur Inspektion. Was ist das Ergebnis? Da taucht das Auto, schickt Ihnen nie im ganzen Autoleben eine Botschaft. Da leuchtet die Ölkontrolllampe nicht, die Kraftstoffanzeige geht nie in den roten Bereich, die Reifendruckanzeige muss nicht an, gar nichts. Und genauso macht es der Körper. Wenn Sie wahrnehmen, was zu tun ist und geben Ihrem Körper, was er braucht, braucht er Ihnen nie eine Botschaft schicken. Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht, kommt einfach nicht mehr vor. Und jetzt mal so eine ganz aspekte Frage. Warum sind wir da nicht ständig gesund? Weil wir nicht ständig bewusst sind und das Richtige tun. Wenn genau. Sie immer das Richtige tun würden, wären Sie ständig gesund, selbstverständlich. Also deshalb sind auch wirklich die Krankheiten da, um uns dann wirklich in das Bewusstsein zu bringen, um dann wirklich, sage ich mal, rauszugehen aus unserem Körper und dann die Botschaft wahrzunehmen, von außen zu schauen und dann wirklich bewusster und bewusster zu werden. Nicht rausgehen aus dem Körper, weil sie nie mehr drin sind. Genau. Ja, genau. Also, sag ich mal, bildlich gesehen, sich das vorstellen, als ob man sich selber vorstellt. So stelle ich mir das beispielsweise vor, als ob ich mich selber sehe. Also, es ist schwierig, das in Worte. Sie sehen sich. Damit sind Sie immer noch mit Ihrem Körper identifiziert. Wie können Sie das denn erklären? Ich sehe meinen Körper. Ich sehe meinen Verstand, aber nicht mich. Sich kann keiner sehen. Sie sind Bewusstsein. Sehen Sie sich doch mal. Das Auge kann sich nicht sehen. Ja, das geht nicht. Und deswegen sagen viele, ich kann mich nicht von hinten beobachten. Das kann keiner. Ja, aber ich kann meinen Körper von hinten beobachten, genauso wie ich mein Auto von hinten angucken kann. Ja, also ich weiß hundertprozentig, was Sie meinen. Ich konnte es jetzt nur nicht in der Wortwahl so ausdrücken. Aber wir müssen unsere Sprache präzisieren, damit wir nicht mehr durch die Sprache wieder reingezogen werden. Ja, ich kann nie mehr sagen, ich bin krank oder ich mache mir Sorgen über die Zukunft. Ich kann nur noch sagen, mein Körper hat gerade ein Symptom, eine Botschaft und mein Verstand macht sich Sorgen wegen der Zukunft dieser Welt. Okay, aber ich bin Bewusstsein und nehme wahr, was zu tun ist und alles ist in Ordnung. Man merkt das häufiger, dass wenn man sich mit einem unterhält und
beide sind erwacht oder in einem erwachten Prozess, die Worte spielen dann nicht mehr so eine große Rolle wie mit einem, der, sage ich mal, jetzt am Schlafen ist, weil er jedes einzelne Wort auf die goldene Waage legt, es anders interpretiert. Jetzt ist die Frage für einen, der im erwachten Prozess oder in der lernenden Position ist, er müsste sich mit dem Werkzeug Sprache sehr gut auseinandersetzen. Er müsste sich mehr mit der Sprache identifizieren, damit er so viel wie möglich Sprachen spricht, um nach außen besser zu kommunizieren. Wir sollten tatsächlich bewusst mit der Kommunikation umgehen. Das heißt, wir sollten so wenig Worte wie möglich machen. Mhm. Wenn ich Fragezeit habe mit einer Gruppe, dann sage ich eine Bitte vorab. Wenn Sie eine Frage haben, erzählen Sie mir keinen Roman, sondern einen Satz. Ja? Besonders Frauen fällt das sehr schwer. Ja, so. Also dann sage ich, dann warten Sie, bis Sie es formuliert haben und dann lernen Sie automatisch präziser zu sprechen. Zweitens, warum sagen Sie das, was Sie sagen? Ich habe den Anspruch, jedes Wort muss ein Geschenk sein. Ein Wort, was kein Geschenk ist, muss nicht gesagt werden. Mhm. So, wenn ich nur noch Wortgeschenke mache, dann haben Sie automatisch viel weniger Worte. Ja? Und dann ist die Sprache präzise. Dann sagen Sie in einem Satz alles. Wenn ich mehr Worte mache, dann nur für die Menschen, weil wenn ich das in einem Satz sagen würde, zum Beispiel Ihre ganzen Krankheitsprobleme oder sonstigen Lebensprobleme lösen sich auf, sobald Sie zu Bewusstsein kommen und wahrnehmen, was zu tun ist. Da ist in einem Satz alles gesagt. Stimmt. Dann kommt aber der Verstand, ja, aber was mache ich denn, wenn ich das nicht gleich erkenne? Und dann muss ich, ja, so. Also muss ich ihm auch noch die Fragen, die er noch gar nicht gestellt hat, beantworten, damit die gar nicht erst kommen. Aber normalerweise kann ich alles in einem einzigen Satz beantworten. Kann man da eine Empfehlung an unsere Zuschauer geben, welches Werkzeug da sehr angebracht wäre? Ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Art, wie man das sehr gut trainieren kann? Das fragt wieder der Verstand. Ein Ich braucht das möglicherweise. Bewusstsein nimmt wahr. Was wollen Sie, wenn Sie wahrnehmen, noch zusätzlich haben? Sie brauchen nichts zusätzlich. Ja? Und ich lese trotzdem noch Bücher. Ja? Aber die meisten Menschen können nicht lesen. Also sie können natürlich die Worte lesen und kennen auch die Bedeutung. Aber wenn sie ein Buch gelesen haben, sagen, kenne ich. Da bin ich immer verblüfft und sage, ja, Moment, jetzt geht es ja erst los. Ja, jetzt, was haben Sie denn für Lehren aus dem Buch gezogen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Welche Schritte sind erforderlich? Sind Sie bereit, die zu tun? Sehen Sie da irgendwelche Hindernisse? Wie können Sie die lösen oder vermeiden? Und so weiter. Also wenn ich ein Buch, ich lese ein Buch sehr schnell in 2 Stunden, aber dann geht es ja erst los, das umzusetzen in gelebtes Leben. Und das schenken sich die meisten. Nee, das Buch kenne ich schon, ja. Und dann stellen sie es in den Schrank. Das ist das, was wir mit Regina immer wieder kommunizieren. Die meisten lassen sich immer berieseln von einem Video zum nächsten, von einem Buch. Ich sage, Leute, halt einmal einfach nur ein Buch länger fest, setze wenigstens die Hälfte davon um und dann geht weiter. Wenn wir ein Buch gelesen haben, haben wir 90% wieder vergessen. Schon in dem Moment, wo wir es zuklappen. Ja? Von den 10% setzen wir, die übrig sind, setzen wir 1% vielleicht um. Das ist es, was wir aus dem Buch haben. Ich setze alles um, was für mein Leben relevant ist. Weil ich streiche im Buch an, was für mich wichtig ist. Und wenn ich das Buch gelesen habe, dann kommt der interessanteste Teil, dann lese ich es sofort. Nochmal, aber nur noch das Angestrichene. Ja? Sehr, sehr interessanter Ansatz. Sehr, sehr und dann habe ich ein Blatt Papier und bei jedem Angestrichen sei, ergeben sich daraus irgendwelche
Konsequenzen für mein Leben. Und bei jedem dritten angestrichenen ergeben sich Konsequenzen. Also welche Schritte, das schreibe ich mir dann auf. So, dann kann ich das Buch weglesen, dann nehme ich nur noch das Blatt, wo meine Konsequenzen sind und sage, okay, was setzt jetzt sich Prioritäten? Welches ist mir davon am wichtigsten? Was müsste zu, das hier. Ja, das kriegt Nummer eins, dann das kriegt Nummer zwei, das kriegt Nummer drei. Mehr brauche ich jetzt nicht. Okay, dann fange ich mit Nummer eins an. Was ist jetzt da zu tun? Und so weiter. Ja, das ist das Interessante am Lesen. Dann geht es erst richtig los. Ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Sehr, sehr prägnant und kurz zusammengefasst, wie man richtig liest. Ja, einen Schritt möchte ich noch sagen, weil er so unglaublich ist. Wir lernen ja in der Schule dummerweise lesen über Buchstaben. Ja, wir lernen das ABC und dann, wenn wir dann lesen, lesen wir Buchstaben und nachher Silben. Dann lesen wir, der Vater ist im Garten. So, das ist alles okay für den Anfang, aber wir behalten jetzt eine dumme Angewohnheit ein Leben lang bei, die wir gar nicht mehr bemerken. Wir subvokalisieren ein Leben lang. Das heißt, wir sprechen stumm mit. Sie lesen dann schneller, der Vater ist im Garten, aber Sie können dann nur so schnell lesen, wie Sie sprechen könnten, weil Sie das Tempo aneinander gebunden haben. Aber Sie könnten 3-4 Mal schneller lesen, wenn Sie nicht mitsprechen würden, stumm. Und jetzt müssen Sie das ablegen, dann hinterher wieder. Und das macht man, indem Sie eine Buchseite nehmen, Kopie, zwei senkrechte Striche, also in drei gleiche Teile einteilen. Ja? Und jetzt, ja. Ja. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Jetzt, normalerweise, wenn Sie lesen, haben Sie 15 Silben im Durchschnitt in der Zeile. Das heißt, das Auge stellt sich immer auf die Silbe scharf, hat es in der Schule so gelernt. Erste Klasse, ja. Silbe, 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 Silbe. 15 Mal in einer Zeile. Sehr ermüdend für die Augen. Deswegen sagen viele Leute, nach ein paar Seiten sind die Augen müde, da muss ich aufhören. Ja. Jetzt machen Sie das anders. Sie schauen die Zeile nur noch, wo der senkrechte Strich ist. Ihr peripheres Sehen zeigt ja die drei Worte links, die drei Worte rechts. Dann schauen Sie den zweiten Strich, sehen mit dem einen Blick, Sie schauen nur auf den Strich, drei Worte links, drei Worte rechts. Jetzt haben Sie nicht mehr 15 Rucker, sondern zwei. Ja, Ruck, Ruck. Sie lassen sich Zeit und stellen fest, ja, tatsächlich, ich sehe ja mit meinem peripheren Sehen, nehme ich die anderen Worte auch wahr. Also halbe Zeile, halbe Zeile, halbe Zeile, halbe Zeile. Jetzt erhöhe ich das Tempo. Halbe Zeile, halbe Zeile, halbe Zeile, halbe Zeile, halbe Zeile. Ach, das geht ja. Ha, dann merken Sie erstmal, wie schnell Sie lesen können, wenn Sie nicht mehr stumm mitsprechen. Das heißt, innerhalb von einer Stunde haben Sie Ihr Lesetempo um 200-400% gesteigert. Wahnsinn. Das ist ein sehr interessantes Buch gewesen, Speed Reading. Da war sehr, sehr gut erklärt. Einige Taktiken auch wirklich in dem Bereich zu lesen, dass man das... Also Schnelllesetechniken sollte man schon, damit man für ein Buch nicht eine Woche braucht oder noch länger, sondern in 2 Stunden hat man es gelesen. Dann hat man es auch anders erfasst, weil sie noch alles im Bewusstsein haben. Mhm. Wenn sie was vor einer Woche gelesen haben, den Anfang, das wissen sie dann nicht mehr. Da ist so viel passiert. Ja, also das deswegen sage ich, wir müssen nachher als Erwachsene erstmal wieder lesen lernen, aber dann müssen wir lernen, das Lesen umzusetzen in Wissen, das Wissen in Tun und das Tun in Sein. Dann erst ist es gelebtes, lebendiges Leben. Das ist Lesen. Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N. Genau. Ja, Herr Tapperwein, also im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass wir die Krankheit nicht als Krankheit sehen, sondern dass wir es wirklich als Botschaft sehen und dafür in allererster Linie danken, dass unser Körper mit uns spricht in Form von Symptomen, von Botschaften.
Und dann eben die drei Stationen, Ort der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Dann Übersetzung, was bedeutet das in meinem Leben? Wo findet das statt? Okay, was ist jetzt zu tun? Und um das Symptom brauchen Sie sich nicht kümmern. Ein Therapeut, der das Symptom behandelt, nein, der hilft Ihnen nicht wirklich, sondern wenn Sie einen haben, dann einer, der Ihnen die Botschaft erklärt und erklärt, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Das ist ein Therapeut. Therapeut. Ja. Genau. Ein sehr, sehr interessantes Thema, was eigentlich Gesundheit ist. Und übrigens, Therapeut, das Wort kommt aus dem Griechischen Therapeuin und heißt die Arbeit der Götter tun. Die Arbeit der Götter tun. Therapeuin. Ah. Das ist ein Therapeut, der Ihnen den großen Zusammenhang sichtbar macht, nicht der Ihnen ein Rezept ausstellt. Herr Tepperwein, eine persönliche Frage von meiner Seite. Werden wir als Lichtarbeiter mehr? Werden wir als? Ob wir mehr werden, ob wir uns langsam vermehren. Ja. Wohin entwickeln wir uns? Wen meinen Sie mit wir? Lichtarbeiter. Die Therapeuten, die versuchen zu übersetzen, ob die von 100 Worten nur 60, aber die haben wenigstens 60 übersetzt, ob die Menschen mehr werden. Nein, weil das auch gar nicht geplant ist und das ist auch nicht richtig. Gegenfrage, dann wissen Sie es gleich. Mhm. Das Ziel eines Gymnasiums ist das Abitur, richtig? Mhm. Wenn es wie viele Abiturienten sind auf dem Gymnasium? Gar keine, ja, der Lehrer. Ja. Oh, das mal, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Okay, die sind ja alle abgegangen. Ja. Ja? Also, werden die Abiturienten auf dem Gymnasium mehr? Nein, weil immer neue Klassen von Schläfern unten kommen, die allmählich wieder lernen. Wenn sie Abitur haben, sind sie ja auf der Uni, dann sind sie weg. Also, wir werden nicht mehr. Wir haben genug zu tun. Also müssen wir sehen, dass wir es schaffen. Das kriegen wir hin. Aber die Schwingung verändert sich ja trotzdem, weil viele immer mehr und mehr in die Richtung kommunizieren, dass die Schwingung der Erde sich verändert, etc. Die Schwingung der Erde verändert sich ja, aber wir meinen ja das Schicksal der Menschheit. Die Erde ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja? Und das Schicksal der Menschheit entsteht genauso, wie das Schicksal des Individuums entsteht. Ihr So-Sein schafft Ihr Leben. Sie sind der Schöpfer Ihres Lebens. Sie können keinem anderen die Verantwortung geben. Alles, was Sie erleben, haben Sie verursacht. Nicht vielleicht gewollt, aber verursacht. So, und nur Sie können es ändern. Und genauso entsteht das Schicksal der Welt. Das meinen wir nicht, die Welt. Die Welt ist in Ordnung. Das Schicksal der Menschheit. Ja? Das Schicksal der Menschheit entsteht durch das kollektive Bewusstsein. Und da sind wir nur ein 7-Milliardstel Teil davon. Da können wir nicht viel ändern. Ist auch nicht unsere Aufgabe. Sondern das Schicksal ist nur ein Spiegelbild. Der Spiegel macht keine Fehler und der ist nicht gut oder schlecht. Der spiegelt einfach nur, was davor steht. Ganz klar. Das heißt also, wenn mein Leben nicht stimmt, muss ich mein So-Sein ändern. Das Spiegelbild hat keine Entscheidung. Das spiegelt das automatisch wieder. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie morgens ins Bad kommen und haben einen Tag vorher vielleicht ein bisschen gesumpft und da gefällt Ihnen Ihr Spiegelbild noch nicht. Da machen Sie dem Spiegel keine Vorwürfe. Sie versuchen auch nicht, den Spiegel zu schminken, sondern Sie gehen erstmal duschen, Gymnastik machen, laufen oder Trampolin springen, anziehen, kämmen und dann gucken Sie wieder rein. Und dann sieht Ihr Bild schon ganz anders aus. Ja? Der Spiegel kann nichts dafür. Das heißt, Sie können Ihrem Schicksal keine Vorwürfe machen. Die Welt ist auch vollkommen in Ordnung. Das Schicksal der Menschheit spiegelt einfach nur die Strubeligkeit des kollektiven Bewusstseins wider. Und solange die sich nicht ändert, wird das genauso bleiben. Ja? Aber diejenigen, die hier vollendet haben, die bleiben nicht hier, sondern die gehen dann weiter und woanders hin in die nächste Dimension. Und da, wie viele Abiturienten sind auf der Uni? Ja, alle. Ja, die haben alle Abi, sonst wären sie nicht da. Da finden sie die dann.
Sehr, sehr interessant, weil das entschleunigt das Ganze. Das macht das alles so verständlich, wenn wir da bildlich kommunizieren. Und ein Riesendankeschön von meiner oder von unserer Seite. Es ist sehr einfach kommuniziert. Viele, viele unserer, die uns umgeben, verstehen sie sehr, sehr, sehr schnell richtig. Und das ist sehr angenehm. Wunderbar. Ich habe noch eine Frage, oder mein Verstand, noch mal eine Frage, beziehungsweise, also ich möchte es einfach auch den Zuschauern ein bisschen leichter machen. Sie sprechen nämlich immer von Art der Erkrankung, Ort der Erkrankung und Zeitpunkt der Erkrankung. Können Sie das noch einmal vielleicht, weil wenn jemand zuschaut und sagt, ja, das würde ich jetzt unbedingt angehen, ich möchte da wirklich genauer hinschauen. Was genau ist da zu beachten? Also Art der Erkrankung ist ja dann der Bruch, die Entzündung, Reizung oder sowas, einfach, dass Sie das genau. Ja, aber das ist doch selbsterklärend, das Wort. Art der Erkrankung, also worin besteht die? Ist da eine Entzündung? Ist da ein Bruch? Ist da ein Krebs? Ist da, was ist eine Wunde? Was ist denn da? Ja? Genau. Dann der Ort, also dementsprechend, wo sich das Ganze befindet. Ja, und welche Funktion hat der im Körper, der Ort? Genau, dass man sich das auch fragt. Ne? Auf welcher Seite ist es, rechts, außen oder links innen? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Der Körper ist sehr präzise mit dem Symptom, ja. Der nimmt genau die Körperstelle, die diese Funktion hat. Ich muss also nur verstehen, welche Funktion hat diese Körperstelle? Warum gibt es das? Nehmen wir einfach noch mal ein anderes Beispiel. Sagen Sie irgendeine Krankheit. Bluthochdruck. Ja. Was? Bluthochdruck, sagte er. Bluthochdruck. Okay, gut. Also, wofür haben wir Blut? Lebenselixier. Ja, gut. Das ist unser... Bleiben wir bei dem Wort Lebenselixier. Aha. Wozu brauche ich Hochdruck? Wozu ist der Blutdruck da? Um den Körper zu versorgen. Bei höherer Beanspruchung muss er mehr Druck erzeugen, damit alles versorgt wird mit Sauerstoff und so weiter, mit Nährstoffen. Und in Ruhephase kann der Druck sinken, weil im Moment keine Anforderungen da sind. Wenn ich jetzt Bluthochdruck habe, sitze aber auf dem Sofa, was heißt das? Das heißt, dass ich etwas zu tun hätte, für das der Körper jetzt die Leistung bereitstellt, aber ich sitze auf dem Sofa und tue es nicht. Ja, ich muss mich bewegen, ich muss das Ganze richtig... Ja, dann sagt er ja, wie lange soll ich den Druck aufrechnen? Wann machst du denn jetzt? Das heißt also, da ist etwas zu tun und wenn ich das tue, dann fährt der Körper den Druck wieder runter. Wenn ich das aber nicht tue, es ist aber zu tun, es wird aber nicht getan, dann weiß der Körper nicht weiter. Der könnte es ja jeden Moment tun. Also muss ich den Druck aufrechterhalten. Also wenn ich den Druck aufrechterhalte, kann ich 1:1 übersetzen, dann stehe ich unter Druck, unter Leistungsdruck. Ja? Aber ich gebe dem Körper keine Gelegenheit, wieder in die Ruhephase zu kommen, weil ich die Leistung nicht erbringe. Ja. Anderes Beispiel noch, damit die Leute leichter haben. Sagen Sie, irgendeins. So, was plagt denn die meisten? Rückenschmerzen vielleicht? Oder genau, warte, nee, Diabetes. Diabetes schon in jungen Kindern. Jahren. Genau, da haben wir jetzt auch noch eine nicht Patientin. Nicht mal 9 und schon Diabetes. Nicht mal 9 und schon Diabetes, genau, Typ 1. Das heißt... Das verwirrt doch unnötig. Nicht mal 9, da sehen wir wieder ein Kind. Es gibt keine Kinder. Wir sind alle gleich alte Seelen. Wir sind von Anfang an dabei. Also, in jungen Jahren Diabetes, Typ 1. Wenn ein Neunjähriger das schon hat, hat er einfach nur seine Hausaufgaben beim letzten Mal nicht gemacht und bringt die ungemachten Hausaufgaben mit. Also das ist genau gleich wie bei einem Erwachsenen. Okay. So, und jetzt Diabetes. Also was ist das denn, Diabetes? Sagen Sie, ich habe keine Ahnung von Medizin. Was ist Diabetes? Das ist Zucker, also Zuckerkrankheit. Da funktioniert die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig. Ah, das ist schon so kompliziert. Das gehen wir tief schon. Also Zuckerverwertungsstörung. Richtig. Ja, so. Regie. Was ist Zucker?
süß. Was ist süß? Liebe. Ah, das ist eine Liebesverwertungsstörung in Wirklichkeit. Das ist es eigentlich. Es betrifft also immer einen Partner. Jetzt schauen wir gleich auf ein Du. Nein, liebe ich mich? Ja. Wirklich? Ja? Kann ich mit der Liebe eines anderen umgehen? Kann ich wirklich lieben? Kann ich nicht, wenn ich Diabetes habe, weil ich da eben aus dem Tritt bin. Das ist dann die Aufgabe. Wie gesagt, Diabetes muss nicht behandelt werden, sondern ich muss jetzt lernen, mit Liebe umzugehen. Und der erste Teil der Aufgabe ist immer, ich kann einen anderen nur in dem Maße lieben, wie ich mich selbst liebe. Also sage ich erst einmal bedingungslos Ja zu mir. Und dann kommt das Verstand, sagt, ja, kann ich nicht, weil ich bin dicker als ich würde, dann ich wäre gerne viel sportlicher, dann würde ich gerne mehr Haare haben, dann würde ich gerne, ja, das sind Ich-Vorstellungen, ja. Das Ich hat eine Projektion, wie sein Ideal wäre. Jeder sieht so aus, weil er so ist. Mhm. Ja, auch das ist ja wieder ein Spiegelbild. Also ich muss mich ändern. Ich kann nicht wollen, dass ich anders aussehe, aber bleib so, wie ich bin. Das geht nicht. Dann muss ich das entsprechend ändern. Das heißt also, bei Diabetes muss ich lernen, mit Liebe umzugehen. Die Liebe zu mir, die Liebe zum anderen, die Liebe zur Welt, die Liebe zu Gott, ja, letztlich zu allem. So. Und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann kann meine Diabetes verschwinden. Toll, toller Ansatz. Vielen, vielen Dank. Also auf jeden Fall. Haben Sie uns auf jeden Fall, weil wir Diabetes, das war mir jetzt mit der Liebe tatsächlich nicht so bewusst. Auf welche Fibel, auf welche Übersetzungsblock kann man denn dazu zurückgreifen, um genau diese Fragestellung richtig zu setzen? Aha, Diabetes. Es ist Zucker, Zucker ist süß, süß ist Liebe. Liebe, aha, innere, persönliche Liebe nach außen, Liebe nach innen. Das würde der Verstand machen, der analysiert das. Sie als erwachendes Bewusstsein nehmen einfach wahr. Da taucht die Frage auf, was ist denn Diabetes? Und Sie nehmen wahr, ach, das ist eine Liebesverwertungsstörung. Ach, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Sie nehmen das sofort wahr und sehen dann, was ist jetzt zu tun, wie lange dauert das und so weiter. Welche Frage Sie sich bewusst machen, die nehmen Sie einfach wahr. Also um Ihre Frage zu beantworten, wenn Sie den Verstand fragen, der analysiert das und zerlegt das in kleine Teilchen. Sie Bewusstsein werfen einen Blick drauf und nehmen wahr, was das ist, Sache erledigt. Der fragt, der führt, bekommt auch die Antwort. Ja. Sehr schön. Also, liebe Zuschauer, es ist alles ganz einfach. Es ist alles in dir. Man sagt ja immer leicht. Genau. Mach es nicht künstlich zu schwer. Mach es nicht künstlich zu kompliziert. Verwerte es nicht zu stark mit dem Kopf. Fühle und man hat den richtigen Weg. Und wach so schnell wie möglich auf und nimm wahr, dann ist Leben ganz, ganz einfach. Es kommt nie wieder ein Problem, sondern nur interessante Aufgaben und du nimmst wahr, was zu tun ist, wie die zu lösen sind. Plötzlich ist das Leben ein faszinierendes Abenteuer. Die größte Empfehlung an unsere Umwelt ist es, wache auf, werde bewusst und genieße und beobachte. Und tu das Richtige. Und tu das Richtige. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Genau. Das steht schon in der Bibel. Jesus hat gesagt, nun da ihr wisst, was zu tun ist, geht hin und tut das Rechte. Richtig. Das auf jeden Fall. Dann ist es ganz einfach. Toll. Herr Tepperwein, von uns aus, Sie haben alle unsere Fragen beantwortet. Wir sind tatsächlich jetzt, also vielen, vielen Dank. Haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie sagen, das möchte ich noch mitgeben? An uns, an unsere Zuschauer. Genau, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, für was vielleicht noch wichtig ist. Nein, wir haben eigentlich alles erwähnt, aber ich kann es ja noch einmal zusammenfassen. Ja. Wir kommen hierher in eine Schule,
mit einer bestimmten Absicht. Wir kommen hierher mit der Lebensabsicht, unsere eigene natürliche Vollkommenheit bewusst zu erleben. Denn zu Hause in der Vollkommenheit, wenn alles vollkommen ist, können wir Vollkommenheit nicht erleben, weil es kein Anders gibt. Wir brauchen also eine duale Welt, wo es zu Vollkommenheit auch Unvollkommenheit gibt. Und erst im Spiegel der Unvollkommenheit hier können wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit entdecken. Das ist die Hauptlebensabsicht, wegen der wir alle hierher gekommen sind. Das heißt also, die sollten wir erfüllen. Wir sind hier nicht gekommen, um bessere Menschen zu werden, um an uns zu arbeiten, um vorwärts zu kommen oder was auch immer, sondern wir sind absolut vollkommen. Wir brauchen nur erkennen, wer wir wirklich sind. Und damit wir uns auf diese Erfahrung der Unvollkommenheit einlassen in dieser unvollkommenen Welt, haben wir unsere Vollkommenheit vergessen. Sonst würden wir nämlich auf dem Absatz kehrt machen und sagen, na, also hier bin ich ganz falsch. Ja, also hier, damit habe ich nichts zu tun, damit bin ich nicht kompatibel. So. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir vollkommen sind, dass wir nicht mal wissen, wer wir sind, dass wir erst einmal gar nichts wissen, damit wir das Abenteuer haben, Schritt für Schritt die eigene natürliche Vollkommenheit zu entdecken. Und das nennen wir den Prozess des Erwachens. Wir sind vollkommen, aber in unterschiedlichen Graden des Erwachens. Manche, viele, die meisten schlafen noch tief und fest. Viele sind schon ein bisschen erwacht, so mit einem Auge blinzeln mal, schlafen wieder ein. Andere bleiben mit einem Auge wach, sind halb in dieser Ebene, halb in der Traumebene noch und so weiter. Also wir haben unterschiedliche Grade des Erwachens. Aber das einzig Wichtige im Leben ist, so schnell wie möglich zu erwachen, denn dann geht unser Leben erst los. Alles bis dahin ist nur Vorbereitung auf das Leben, aber noch nicht Leben. Da träumen wir nur vom Leben. Erst wenn wir erwachend sind, beginnt unser eigentliches Leben. Und dann erkennen wir, wir machen unser Schicksal selbst in jedem Augenblick durch unser So-Sein, auch Krankheit, alles. Und das Schöne ist, alles können wir in jedem Augenblick ändern, ja, indem wir unser So-Sein ändern. Wir können in jedem Augenblick bewusst, jetzt zum Beispiel, eintreten in die eigene natürliche Vollkommenheit, indem wir alles, was wir gerade tun, egal was es ist, so vollkommen wie möglich tun und erleben, wie unser ganzes Leben immer vollkommener wird dadurch. Ja, so, wir könnten jetzt zum Beispiel bewusst machen und bewusst eintreten in unseren vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper, der noch nie krank war, der nicht mit der Zeit älter wird, der auch nicht sterben kann, sondern der uns sowieso durch alle Inkarnationen begleitet und in dem wir sowieso ständig leben. Wir haben ja nur das Erdenkleid drüber gezogen, ja, aber das sind wir sowieso. Also könnten wir jederzeit wieder bewusst in diesem vollkommenen Körper leben und dann passiert ein Wunder. Wenn wir damit unseren physischen Körper erfüllen, jede Zelle des Körpers mit der Vollkommenheit unseres wahren Seins, was glauben Sie, wie das der physische Körper widerspiegelt als Gesundheit, als Vitalität, als Lebensfreude? So, das heißt, es gibt eine Menge zu entdecken. Das Abenteuerleben hat so viele Geschenke für uns bereit. Machen Sie sich auf den Weg, genießen Sie jeden Augenblick. Und die schönste Erkenntnis für mich war, jeder Augenblick, auch dieser Augenblick jetzt, war noch nie in der Geschichte der Schöpfung. Die Schöpfung besteht seit, nach Ansicht der Wissenschaftler, seit 15 Milliarden Jahren. Aber dieser Augenblick jetzt war noch nie. Und er wird auch nie wieder sein. Jetzt ist nur jetzt. Das heißt, Leben ist eine ewige Premiere. Wir erleben jeden Augenblick zum ersten Mal. Und jetzt ist entscheidend, als wer erlebe ich das Leben? In der Illusion des Ich oder als erwachendes Bewusstsein? Und das ist Ihre Entscheidung, Ihre Wahl. Am besten
entscheiden Sie sich jetzt. Denn wenn Sie bereit sind, ich meine, wenn Sie wirklich bereit sind, beginnt dieses faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens in diesem Augenblick jetzt. Vielen, vielen, vielen Dank.